Hallo! Ist jemand von euch da? Hi, hi! Schau mal. Bin hier gerade wieder auf dem Weg, kurz nach St. Moritz City. Und ja, dieser Mindset, es ist alles meins. Ich habe alles kreiert. Alles ist, was in meinem Bewusstsein hier ist, ist meins. Es ist alles in mir. Es ist alles in mir. Es ist so unglaublich, wenn du einmal verstanden hast, wer du bist als göttlicher Schöpfer, als Kreator, als der oder die, aus der heraus alles entstanden ist, aus der heraus alles ist, nicht entstanden ist, sondern einfach nur alles ist. Weil wenn ich jetzt hier nicht bin, ist nichts von dem da, was du jetzt hier siehst. Du siehst es durch mich hindurch, weil ich hier ein Video mache. Und wenn ich hier kein Video mache, dann bin ich weg aus deinem Bewusstsein. Und wenn ich auch nicht mehr hier bin, dann ist St. Moritzdorf aus meinem Bewusstsein draußen. Es ist alles in mir. Ich bin von nichts getrennt. Und je mehr und mehr du dieses Mindset spürst, dass es wirklich, wirklich so wahr ist, dass alles, was du wahrnimmst, deine Wahrnehmung ist. Alles wird durch dich wahrgenommen. Und so kann auch alles durch dich falsch genommen werden. Ja? Wahrnehmung, also es ist für dich wahr. Du nimmst es als wahr an. Und jetzt hast du eben auch die Wahl, ob du es wahrnehmen willst. Weil die Dinge, die du nicht wahrnehmen willst, musst du nicht wahrnehmen. Es zwingt dich keiner dazu. Das ist wirklich dein Schöpfersein, das dir jeden Moment in den Sinn kommen kann, wie wir sagen, wo du jeden Moment bewusst sein kannst, was ist meine Wahrnehmung, was nehme ich als meine Wahrheit an? Und das ist Wahrnehmung und das ist Kreationskraft. Du nimmst das wahr, was für dich stimmt, was für dich stimmig ist, was dem entspricht, was sich für dich gut anfühlt. Das holst du in deine Wahrnehmung. Und all die anderen Sachen, die musst du nicht kreieren, die musst du nicht wieder kreieren, die musst du nicht wieder wahrnehmen. Und schaut mal, ein Hamburger. Ja, also, das wollte ich euch noch sagen. Und ich hatte vorher wirklich so dieses Gefühl dieser Dankbarkeit, wirklich, dass ich alles für mich jetzt einmal so wahrgenommen habe, wie ich es wirklich haben will. Ja, dass ich meine Beziehungen so wahrgenommen habe, wie ich sie haben will, dass ich meine Wohnung, mein Haus, meine Heimat, mein Zuhause so wahrnehme, wie ich es haben will. Und nicht so, wie es irgendwelche Geschichten gibt, die mal stattgefunden haben, sondern ich wähle meine Wahrnehmung. Und ich nehme einfach nur noch das wahr, was sich gut und stimmig und schön und angenehm für mich anfühlt. Und schon verändert sich die Welt und schon veränderst du dich in deiner Welt. Und das ist deine Schöpferkraft, das ist deine Göttlichkeit, das ist das, was du wirklich hier bist und wo du absolut hundertprozentige Autorität, Kraft und Möglichkeiten hast, die Dinge so wahrzunehmen, wie sie für dich wunderbar sind. Und das zu nutzen und wie man das nutzen kann mit unserer Ausstattung. Wir sind ja mit allem ausgestattet. Ich fahre mal ein Stückchen mit euch weiter, damit ihr hier noch seht, wie schön es ist, Winter Wonderland. Ja, unsere Ausstattung als göttliches Wesen, was es bedeutet, überhaupt wahrzunehmen, was wir mit unseren
Sinnen alles verändern können. Alles verändert sich durch uns. Und ich wünsche mir so sehr, dass ihr das auch spürt und immer mehr spürt. Und es gibt so wunderbare Übungen, da immer mehr und mehr reinzukommen und sich immer weniger von dem scheinbaren Außen, weil das Aus, was nimmst du gerade wahr? Wo bist du gerade mit deiner Aufmerksamkeit? Und vor allem das Wichtige daran ist dann, was sind deine Rückschlüsse? Ja, was sind deine Rückschlüsse? Und da überlegt sich keiner was. Ja, was habe ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt für Rückschlüsse? Was mache ich für Rückschlüsse? Was sehe ich denn hier? Ich sehe viele Leute oder ich sehe wenige Leute, ja? Das ist alles meine Wahrnehmung. Es ist meine Entscheidung, ob ich sagen kann, wow, da ist ja jetzt was los. Oder ob ich sage, nö, da ist nichts los. Ja, und das ist so, so grandios, wenn du anfängst, wirklich zu sehen, was du tust in deinem Kopf und wie sich das, was du in deinem Kopf tust, im Außen widerspiegelt. Also ich find's grandios. Und die gestern hier mein St. Moritz Video gesehen haben, die sehen wirklich, dass jetzt hier mehr los ist. Ja, da läuft was. Also ich nehme auch wahr, dass sich das noch ein ganz toller Winter gibt hier zum Beispiel für uns. Das nehme ich wahr. Ich spüre das ganz, ganz tief, dass hier im Februar die Kuh tanzt, wie immer. Und ihr könnt mich drauf festnageln. Und ja. Und damit, mit dieser Wahrnehmung, trage ich einen Teil dazu bei, dass diese Realität sich mir zeigen wird. Und so können wir das immer machen, so können wir immer, immer entscheiden, was nämlich wahr und was ich wahrnehme, das kreiere ich. Und je mehr ich es wahrnehme, je mehr ich mich drüber freue, je mehr ich es liebe, je mehr Begeisterung ich reinbringe, schon bin ich der absolute Schöpfer. Also ihr Lieben, ich muss mal wieder los. Ich hoffe, euch gefällt St. Moritz. Jetzt haben wir wieder Schneefall. Wir sind gar nicht so fest betroffen, wie ihr seht. Auf der anderen Seite, mein Sohn, der hat vorher angerufen von der Davoser Seite aus. Der braucht irgendwie 2 Stunden nach Hause, statt 5 Stunden nach Hause statt 1,5. Weil es dort eben auch Richtung Zürich so ein Schneechaos gegeben hat. Aber bei uns sieht eigentlich ganz okay aus. Ja, gell? Wenn man denkt, es ist St. Moritz und es ist wirklich St. Moritz Dorf, muss man auch schon sagen, naja, es gibt schönere Dörfer. Aber es ist immer das, was man draus macht, oder? Und der Vibe, das Ambiente, das hier kreiert worden ist, die Vorstellung, die die Menschen hier reingesetzt haben in dieses Dorf, hat es kreiert. Und nicht, weil es jetzt selber per se so wunderschön ist. Die es kennen, wissen es. Also ihr Lieben, bis dann. Tschüssi.